Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute drehe ich das Frage- und Antwort-Video, was ich schon in Instagram angekündigt habe. Und da habe ich ja gesagt, ihr sollt mir eure Fragen stellen. Jetzt habe ich 29 Stück ausgesucht und die werde ich jetzt beantworten. So, Frage Nummer 1 ist, wie bist du zum Reiten gekommen und wie lange reitest du schon? Also ich bin zum Reiten durch meine Mutter gekommen, die reitet auch schon seit sie 15 oder so ist und hatte dann auch ein eigenes Pferd, mit dem ich aufgewachsen bin. Auf dem habe ich dann reiten gelernt. Mit 8 bin ich dann in den Reitschulbetrieb gegangen, bin dann noch zusätzlich geritten. Und ja, also ich reite schon mein ganzes Leben, sitze schon mein ganzes Leben auf dem Pferd und bin damit einfach groß geworden. So, die zweite Frage ist, wie bist du zu Mira und Winnie gekommen und woher hast du sie? Also zu Mira sind wir gekommen, weil unser altes Pferd gestorben ist. Und da haben wir eben das war jetzt fast 8 Jahre her, haben wir dann nach dem Pferd gesucht. Und dann sind wir über Marbach eben auf die Mira gestoßen, da war sie fast 4. Und meine Mutter ist in Probe geritten und sie war halt total brav und hat alles einfach gepasst und so kam sie dann eben zu uns. Und den Winnie haben wir vor fast 3 Jahren geholt und zwar waren wir auf der Suche nach einem zweiten Pferd, weil meine Schwester und ich, wir haben uns ja die Mira geteilt und es gab dann immer ein paar kleine Probleme, weil man wollte halt ich reiten, man wollte sie reiten und wir haben eh ein Pferd gesucht, was noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben hat, besonders eigentlich in der Dressur. Und ja, da haben wir dann halt gesucht und sind dann in Norddeutschland auf den Winnie gestoßen. Ihn haben wir vom Hof Heisterbusch. Das ist ein Jungpferde-Ausbildungsstall, glaube ich. Also da gibt es eigentlich fast nur junge Pferde. Er war damals auch erst 3,5 und noch ganz kurz unterm Sattel, ich glaube 3 Monate oder so. Den sind wir dann auch drüber geritten. Und ja, er war halt seinem Ausbildungsstand entsprechend noch nicht besonders weit. Aber wir waren halt so beeindruckt von seinem Gang und von seinem schönen Gesicht. Er hat ja ein richtiges Babygesicht und das hat uns einfach begeistert. Und ich weiß nicht, man sitzt einfach auf dem Pferd drauf und denkt sich, das Pferd ist es, das muss es sein. Und so war es bei mir zum Beispiel beim Winnie. Wir hatten noch eine andere Stute in Aussicht. Die fand meine Schwester ein bisschen besser. Aber ich habe es dann zum Glück hinbekommen, meine Familie zu überreden, dass wir den Winnie nehmen. Und das war ja, wie sich jetzt herausstellt, auch eine gute Entscheidung. Am Anfang war es ja ein bisschen schwierig. Wir hatten einige Probleme mit ihm, besonders mit Steigen und Arbeitsverweigerung und allem Möglichen. Aber er entwickelt sich ja immer mehr zu einem tollen Pferd und war schon echt ein Glücksgriff. So, die dritte Frage ist, wie sieht so ein Wochenplan bei uns aus? Ja, wir sind ja jetzt in einem neuen Stall. Da haben wir dann auch mit unserem Trainer einen Trainingsplan erarbeitet. Und zwar montags geht unsere Mutter meistens zum Pferd, die longiert die Pferde, reitet, geht ausreiten, also die macht immer ein bisschen was Lockeres. Am Dienstag hat meine Schwester immer Dressurstunde mit dem Winnie jetzt zurzeit, weil die Mira ja gerade leider lahm ist. Mittwochs hat dann meine Schwester Springstunde mit dem Winnie. Donnerstags hat der Winnie Beritt. Freitags reitet meine Schwester einfach so oder tut sie ausreiten gehen, macht sie auch oft. Wir haben ein ganz gutes Ausreitgelände bei dem Stall, ziemlich viel Wald, echt viel Platz. Oder sie reitet Dressur. Dann samstags habe ich dann Dressurstunde mit dem Winnie und sonntags schaue ich dann immer, was ich mache. Manchmal springe ich dann auch ein bisschen für mich, wenn Sprünge auf dem Platz stehen. Oder ich reite halt nochmal Dressur, wenn wir ausreiten. Je nachdem, wozu ich gerade Lust habe. So, die vierte Frage ist, wie viele Schabracken hast du und könntest du mal wieder ein Schabrackenvideo machen? Ja, also wie viele sicher wissen, haben wir einen leichten Drang zum Schabracken kaufen. Ich glaube, mittlerweile sind es um die 45 Stück oder so. Ja, ist ein bisschen extrem geworden, aber dann kommen immer wieder neue Kollektionen raus und die sind dann immer so schön und dann müssen wir wieder was kaufen. Und ja, ich habe schon vor, wieder ein Video zu machen und das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall noch machen. Ich weiß nur noch nicht wann, weil ich habe eben nur am Wochenende gerade Zeit und muss ich mal schauen, wann ich das einplanen kann. So, die fünfte Frage ist, ob ich ein Pferd vor Mira und Winnie hatte. Ja, das habe ich ja schon erwähnt. Das war das alte Pferd von meiner Mutter, das war die Perle. Die ist 28 Jahre alt geworden und ja, das war ein Fuchs, ziemlich klein, so 1,50 oder so nur, also wirklich ein kleines Pferd. Und ja, die war auch total brav und wir sind mit der auch unser erstes Turnier geritten. Es war ein Reiterwettbewerb, da war ich, glaube ich, 7 oder sowas. So, die sechste Frage ist, ob ich Haustiere habe. Ja, ich habe Haustiere. Mein eines läuft hier gerade rum. Kira, komm mal her. Komm mal her. Komm mal hoch. Ja. Also, das ist die
Kira. Kira, zeig dich mal. Das ist die Kira, das ist unser Hund. Die Kira wird jetzt 5 und ist ein Australian Shepherd. Außerdem haben wir dann noch eine Katze, die Lady. Die haben wir jetzt echt schon lange, ich glaube schon 12 Jahre oder so. Und ja, die 7. Frage ist, was ich denn für Ziele habe für dieses Jahr oder allgemein. Also dieses Jahr habe ich vom Turnier her habe ich die Ziele, dass ich in A-Dressuren immer gut oben mit dabei sein möchte und vielleicht auch mal eine gewinnen, aber wir werden ja mal sehen, wie die Saison läuft. Dann will ich auf jeden Fall ein paar A-Springplatzierungen haben mit beiden Pferden und mit Winnie Dressurpferde-L gehen und auch die ein oder andere L-Dressur mit beiden. Meine Ziele allgemein sind, dass ich mal Kangarren-L, vielleicht sogar M-Dressur reiten kann. Das wäre wirklich mein großer Traum, M-Dressur. Das würde ich echt gerne mal machen, aber man muss mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Es liegt ja nicht immer alles nur an Turnieren, sondern es ist ja die Verbindung zum Pferd und der Spaß am Reitsport. Die 8. Frage ist, ob wir ein drittes Pferd haben wollen. Eigentlich wollen wir kein drittes Pferd, bloß wollen wir mal von der Mira ein Fohlen haben. Und ich weiß nicht, in welcher Zeit das jetzt passiert. Also so bald wird es jetzt nicht geschehen, vielleicht in 2, 3 Jahren oder so. Und das werden wir dann auch auf jeden Fall behalten. So, die 9. Frage ist, die ich wirklich oft gestellt bekomme. Was hast du für eine Kamera und welches Objektiv? Und zwar habe ich mir jetzt vor einer Woche eine neue Kamera gekauft. Das ist die Canon EOS 70D. Davor hatte ich die Canon EOS 600D. Und dazu habe ich ein Objektiv auch von Canon. Das ist 55 bis 250 mm. Ja, kann ich wärmstens empfehlen. Das ist wirklich sehr gut. Die 10. Frage ist eine, die sicher schon viele kennen, die mich schon länger auf Instagram verfolgen. Und zwar mache ich seit dem 1. September 2015 ein freiwillig soziales Jahr in einem Reitverein in Sindelfingen. Und zwar wurde ich dann gefragt, was ich da für Aufgaben habe, wie ich da drauf kam und wie das dort so aussieht und alles. Und zwar, ich war ja in der Schule bis zur 11. Klasse auf einem Gymnasium. Da habe ich aber gemerkt, das ist nicht mehr sowas für mich. Und habe dann halt geschaut, was kann man stattdessen machen. Und dann kam ich halt darauf, dass man freiwillig soziales Jahr machen kann. Und dadurch kriegt man dann trotzdem Fachhochschulreife. Also man könnte trotzdem studieren, hat noch einen guten Abschluss. Und ja, dann habe ich halt im Internet geschaut, wo man sowas machen kann. Natürlich kamen dann so die normalen Sachen, so im Krankenhaus, Altenpflege, sowas, was man eben dran denkt. Und dann hat mein Vater eben beim LSV, beim Landessportverband, auf so einer Liste gesehen, dass man es auch in einem Reitverein machen kann. Das fand ich natürlich total toll, weil ich habe ja eh viel mit Pferden zu tun, konnte mir das dann auch gut vorstellen. Dann habe ich mich eben beworben beim Reitverein Sindelfingen, was ja auch nicht so weit von mir entfernt ist. Das ist 45 Minuten mit dem Auto. Und ja, die haben mich dann eben eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch sozusagen. Da habe ich mir das dort angeschaut. Ja, dann war ich auch im Juni oder Juli auf einem Turnier dort, war da auch recht erfolgreich eigentlich. Und ja, mich hat das alles sehr angesprochen dort, der Hof. Und sie fanden mich wohl auch ansprechend. Ich war dann auch mal zum Vorreiten da, zum Einarbeiten einmal, damit ich auch mal sehe, ob das was für mich ist, damit die sehen, ob ich damit zurechtkomme und so. Bin dann auch Schulpferde dort geritten. Es hat alles gut geklappt. Und ja, dann haben die mich eben angenommen und ich habe dann am 1. September dort angefangen. Meine Aufgaben dort sind, dass ich morgens im Stall mithelfe. Dann reite ich jeden Tag 2 bis 3 Schulpferde und Reitunterricht gebe ich auch. Ja, also ich kann sowas nur empfehlen, wenn man das auch nach der Schule machen möchte. Es macht wirklich Spaß, es ist mal schön, einfach so einen Ausgleich von der Schule zu haben. Ist einfach mal was anderes und auch mal in die Berufswelt einzuschnuppern. Man muss das ja nicht in einem Reitverein machen. Für mich war es jetzt einfach passend, weil ich einfach gerne mit Pferden arbeite und Reitunterricht geben macht mir auch viel Spaß und auch das Ausbilden von den Schulpferden und Korrekturreiten von denen finde ich echt schön. Die 11. Frage ist, wo kaufst du dein Pferdezeug? Also wir kaufen es an völlig unterschiedlichen Orten, also zum Beispiel beim Equiva kaufe ich gerne ein, da gibt es Spooks, jetzt seit neuestem auch Eskadron, das sind ja so meine Lieblingsmarken auch. Dann gehen wir ja auch öfter auf so Pferdemessen, wo ich auch ziemlich viel immer kaufe. Und dann kann ich auch empfehlen, eBay und in so Facebook-Verkaufsgruppen, da findet man immer wieder tolle Schnäppchen.
Also wir haben da echt schon tolle Sachen gefunden, richtig billig. Und ja, da kaufen wir das alles. So, die 12. Frage ist, seit wann machst du Instagram? Also ich habe meinen Instagram-Account jetzt schon so seit 2,5 Jahren ungefähr. Ja, ich wurde dann auch gefragt, ob ich öfter auch mal angesprochen werde. Und ja, ich wurde zum Beispiel auf der Equitana, haben wir ja so ein kleines Feldtreffen gemacht. Da habe ich mich mit ein paar unterhalten und habe auch Bilder mit denen gemacht. Und bei German Muscles kamen zum Beispiel auch 2 Mädchen zu mir her, ob sie ein Bild mit mir machen dürfen. Und da freue ich mich immer, wenn man mich anspricht. Also das könnt ihr jederzeit natürlich tun. Und ja. So, die nächste Frage ist, was sind deine Lieblingsmarken für Pferde und für dich? Also für die Pferde ist meine Lieblingsmarke eigentlich so Eskatron. Equiline mag ich auch sehr gerne, aber da sind die Sachen leider immer so teuer. Deshalb ja, muss ich immer schauen, dass ich was Gebrauchtes finde, was wir uns dann auch leisten können. Die Lieblingsmarke für mich ist eigentlich Spooks. Das mag ich eigentlich so am meisten. So, die 14. Frage ist, was mein größter Erfolg 2015 war. Also turniermäßig war mein größter Erfolg, dass ich den Vierkampf mit der Mira gewonnen habe und meine 2 Achternoten. Und unser größter Erfolg außerhalb von Turnieren war, dass es mit dem Mini letztes Jahr endlich bergauf ging und dass wir auch durch ein Springen durchkamen, auch durch eine Dressur ohne Steigen durchkamen und dass es einfach alles viel entspannter ist und dass er sich immer mehr zu einem Traumpferd entwickelt. So, die nächste Frage ist, was willst du später mal beruflich machen? Ja, ich würde gern so was mit Grafikdesign oder so einen kaufmännischen Beruf mal machen. Die nächste Frage ist, was meine Lieblingsfarbe an den beiden ist. Also am Winnie mag ich gern die Brilliant Blue von Eskatron und auch das Banana Toffee Stripe Patch oder... da gibt es so viele Sachen, die ihm gut stehen. Die Keksland mag ich auch sehr gerne und an Mira mag ich die Hibiscus Big Square und die Peach Cotton eigentlich so am meisten. So, die nächste Frage ist, wie wir uns in unserem neuen Stall fühlen und wie es dort so ist und ob wir die Anlage auch so nutzen und so. Und ja, wir fühlen uns extrem wohl in diesem Stall, den Pferden geht es auch dort recht gut und sie sind total ausgeglichen und ruhig und die Anlage ist wirklich ein Traum. Wir nutzen auch jedes Angebot, was es dort gibt und ja, wir sind echt glücklich über den Stallwechsel. Nächste Frage ist, was für Bearbeitungsprogramme benutzt du? So, also zum Videos schneiden benutze ich hauptsächlich Magix, manchmal auch Sony Vegas, aber damit kenne ich mich nicht so gut aus, deshalb nehme ich hauptsächlich so Magix. Und zum Bilder bearbeiten, da nehme ich meistens Picasa, aber ich habe jetzt auch Photoshop und Lightroom, aber da muss ich mich erst ein bisschen einfinden. Und ja, ich mache auch eigentlich nichts groß an den Bildern, nur so ein bisschen Belichtung und Kontrast und so. Die nächste Frage ist, welches Pferd besser fürs Springen und besser für die Dressur geeignet ist und was ich am liebsten reite. Also ich sehe mich eher so als Dressurreiter, das mache ich so eigentlich am liebsten. Die Mira ist auch eher so ein Dressurpferd, weil sie im Springen sich schnell unwohl fühlt, wenn die Sprünge höher werden, wie A. Und der Winnie hatten wir eigentlich als Dressurpferd gedacht, stellt er sich auch relativ gut an. Er ist halt leider ein bisschen widerspenstig manchmal, aber das hat sich schon ziemlich gut behoben. Und ja, sein Springtalent ist wirklich unglaublich, also wir hätten das gar nicht gedacht. Wir haben ihn ja eigentlich als Dressurpferd geholt und ja, er kann eindeutig sehr gut springen. Nächste Frage ist, was mein schönstes und traurigstes Erlebnis war mit den Pferden. Also mein schönstes Erlebnis, da kann ich eigentlich gar keins so richtig hervorheben, weil ich finde einfach jeder Moment, den man mit den Pferden hat, ist einfach schön und ja, also zum Beispiel, wenn wir dann am See waren oder wo ich mit Mira dann im See baden war, das war wirklich schön. Oder wo wir im Urlaub waren mit beiden Pferden, das war auch echt toll. Ja, also so ein besonders wirklich hervorstechendes, schönes Erlebnis gab es jetzt nicht. Natürlich, als wir sie bekommen haben, das war natürlich das Beste, was uns passieren konnte sozusagen. Und das traurigste Erlebnis hatten wir bei Winnie wohl, als seine Steigephase anfing. Das war wirklich schlimm für uns, weil wir waren einfach auf sowas nicht gefasst und kannten uns mit sowas einfach nicht aus. Und es war wirklich hart für uns, eine harte Zeit. Aber wir haben es ja jetzt durchgestanden und er läuft ja jetzt wieder ganz brav und macht auch gar nichts mehr und ist ein tolles Pferd geworden. Und bei der Mira war das traurigste Erlebnis, zum Beispiel 2014 hatte sie ja eine relativ lange Stehzeit. Ich glaube auch so ein halbes Jahr ungefähr, da hatte sie was in der Hufrolle.
Und da haben dann auch welche gesagt, ja, die wird nie wieder reitbar, die kann nie wieder springen und so. Das war natürlich auch echt erschütternd für uns und ein schlimmes Erlebnis. Oder auch jetzt letzten Oktober, seit letztem Oktober ist sie ja auch wieder lahm. Und das ist immer noch nicht ganz ausgeheilt. Jetzt kommt aber bald wieder der Tierarzt und wir hoffen wirklich sehr, dass sie jetzt wieder laufen kann und dass wir sie wieder antrainieren können. Weil, ja, also man merkt ja auch an, wie unglücklich sie das macht, einfach nur zu stehen und sie darf nur Schritt laufen und es ist wirklich nicht schön zu sehen. So, die nächste Frage ist, was ich gerne noch erleben würde mit den Pferden. Also mein größter Traum ist und bleibt einfach an den Strand zu gehen mit den Pferden, ans Meer, mal mit denen am Meer zu reiten. Das ist wirklich mein größter Traum. Nächste Frage ist, ob wir auf Mira schon mal voltigiert haben. Ja, das habe ich tatsächlich mal versucht. Beim Voltigieren läuft man ja immer so hin zum Pferd. Da hat sie erstmal Ohren angelegt und wollte nach mir treten. Das war dann schon mal sehr freundlich, ist halt ein Stute, ne? Und als ich dann aber oben drauf war und saß, dann ging es natürlich, weil die lässt sich ja auch sonst immer brav reiten, also die macht ja nie was. Wo ich mich dann aber im Schritt hinstellen wollte, fand sie das auch nicht mehr so lustig und hat dann auch mehrmals hinten ausgeschlagen, bis ich dann neben ihr stand. Und ja, davon gibt es sogar Videos, aber die habe ich leider nicht mehr. Und es war auch das erste und einzige Mal, dass wir das jemals ausprobiert haben und das werden wir auch nie wieder machen. Die nächste Frage ist, ob wir schon mal ein Fotoshooting bei einem Profi hatten oder ob ich das gerne mal hätte. Ja, wir hatten leider noch nie ein professionelles Fotoshooting. Wir machen unsere Bilder alle selber, aber ich hätte so gerne mal so ein Fotoshooting. Also meine Lieblingsfotografin ist Alexandra Ivan. Ich hoffe, man spricht das so aus, ich bin mir nicht sicher. Sie macht so schöne Bilder und es ist echt unglaublich, aber die Preise, die sind einfach zu hoch und ja. Die 20. Frage ist, was ich über Freiesreiten im Gelände halte. Also das ist ja immer so ein Riesenthema, da gibt es mehrere Ansichten dazu. Da gibt es Leute, die reiten ohne alles im Gelände. Dann gibt es Leute, die würden sowas niemals tun, sagen, ja, das Pferd, das könnte ja dann in ein Auto rennen und da sterben dann die Familien und sowas. Also die Jenny von Mambo hat ja dazu schon mal ein Video gemacht und genau derselben Meinung bin ich auch. Und zwar, dass wenn man sein Pferd kennt und es auch unter Kontrolle hat und sowas nicht in der Nähe von Straßen macht, finde ich das völlig in Ordnung, aber natürlich nie ohne alles, sondern ein Halsring sollte auf jeden Fall drauf sein. Ich weiß, da sind sicher ganz viele nicht meiner Meinung, aber das ist nun mal meine Meinung und ich habe noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich bin mit Mira, wie man sicher auf ein paar Videos sieht, auch oft mit Halsring im Gelände geritten und die ist total handelbar. Ich weiß genau, was sie macht und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jeder machen kann oder soll, sondern man muss sein Pferd wirklich schon dafür kennen. Und es ist auch wenn es viele nicht so sehen, in gewisser Weise einfach eine Vertrauensfrage vom Pferd und auch vom Reiter. Und ja, ich kann euch ja mal Jennys Video in der Infobox verlinken. Genau der Meinung bin ich nämlich auch. Ja, die 25. Frage ist eher so ein Gruß an zwei WhatsApp-Gruppen, in die ich bin. Die wollten unbedingt, dass ich sie grüße. Also hallo einmal an die Polnösen Schnüffler und an die Eskadron-Suchtis, die auch meine Sucht an Schabacken und vor allem Eskadron teilen. Die 26. Frage ist, wo ich meinen Trainerschein gemacht habe. Also wie manche von euch wissen, habe ich den Trainer C Basissport Reiten gemacht. Und zwar habe ich den beim Stockfelder Hof gemacht. Das ist beim Bodensee irgendwo in so einem Kaff. Und das ging über 3 Monate, immer jeweils eine Woche. Und da bin ich mit dem Winnie hingefahren. Und da musste man dann am Ende eine Prüfung in Dressur springen, mit noch Geländesprüngen machen und ganz viel Theorie. Und ja, die Lehrgänge waren immer sehr witzig, die Mädels dort, die waren auch echt alle cool drauf und ich habe mich mit allen gut verstanden. Und ja, kann ich nur empfehlen, mal so einen Trainerschein zu machen. Ist natürlich auch in gewisser Weise eine Kostenfrage, weil es nicht ganz billig ist. Und aber wer sowas mal irgendwie für seinen Reitschulbetrieb oder so machen möchte, das kann ich wirklich empfehlen. Das bildet wirklich gut weiter und ja. Die 27. Frage ist, wie ich dazu stehe, dass manche Leute sagen, Reiten sei kein Sport und man sitzt ja nur drauf und so. Ja, natürlich habe ich das auch schon oft zu hören bekommen, Reiten sei kein Sport. Aber da bin ich natürlich als Reiter völlig anderer Meinung, wie die meisten von euch sicher auch.
Reiten ist natürlich ein Sport, weil man sitzt ja nicht nur drauf, man muss ja dafür was tun, dass das Pferd auch möglichst so läuft, wie man das gerne hätte. Und man strengt sich ja auch an. Und alles, was anstrengend ist, ist für meine Befinden eigentlich ein Sport. Und ja, also kann ich auch nicht nachvollziehen, dass Leute dann sagen, es wäre kein Sport, weil die sollen sich einfach mal auf dem Pferd draufsetzen und dann mal Leichtraben versuchen, weil das können ja die meisten dann nicht mal, die nicht reiten können. Und dann sehen sie, das ist ein Sport, weil das ist wirklich anstrengend. Die vorletzte Frage ist, ob ich ein Postfach habe und wie das ist mit Fanpost. Also, ich habe kein Postfach und wer mir was schicken möchte von Fanpost her, der schreibt mir einfach auf Instagram eine Nachricht. Und ja, da können wir ja darüber reden. Ja, die letzte Frage ist, wie oft ich schon vom Pferd gefallen bin. Ja, also da zähle ich ehrlich gesagt gar nicht mehr mit. Ich bin schon ziemlich oft vom Pferd gefallen, also von der Mira nur zweimal. Das war das eine Mal, da hatten wir sie noch relativ frisch, da war ich ausreiten. Und dann dachte sie sich, ja, sie nimmt jetzt mal eine Abkürzung durch den Wald. Und dann bin ich wie in so einem Film an einem Ast hängen geblieben. Und ja, er hat mich dann halt vom Pferd geholt und sie stand dann ein paar Meter weiter und hat gegrast. Also es war nicht wirklich spektakulär. Ich habe mir auch nie irgendwas gebrochen oder sonst irgendwas. Vom Binny bin ich schon etwas öfter runtergeflogen. Ja, ist halt ein bisschen wilder. Und ja, auch von anderen Pferden bin ich auch schon öfter geflogen. Und ja, da werde ich auch mal ein Outtakes-Video machen, weil ich habe von einigen habe ich dann Bilder oder Clips. Das werdet ihr dann alle in einem Outtakes-Video sehen. So, das war jetzt mein Frage- und Antwort-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch die Fragen gut beantworten. Ihr wisst jetzt hoffentlich ein bisschen mehr über mich und meine Pferde. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mal so ein Faktenvideo machen soll. Mal eins über mich, eins über die Mira und eins über den Binny. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet oder ob ihr andere Wünsche habt für andere Videos. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!